Halt! Wer betritt die Schwarzmarschen? Gefangen? Dann seid ihr genau wie wir, eingesperrt. In diesem endlosen Albtraum. Wir sind ihr schon so lange hier ausgeliefert. Ich habe fast vergessen, wie es vorher war. Es gibt einen Geist, der gekommen ist, um uns zu befreien. Vielleicht könntet ihr ihm ja helfen. Wenn es doch nur möglich wäre. Hört mich an! Sie ist das leibhaftige Böse! Ich habe gesehen, wie sie dort drin zahllose grauenhafte Dinge getan hat! So grauenhaft, dass ich mich schäme, sie laut auszusprechen! Sie befiehlt ihren Männern, nachts unsere Kinder zu rauben, damit sie sie... Nein! Lasst mich los, ihr Verbrecher! Lasst mich gehen! Ihr dürft nicht zulassen, dass sie mich mitnehmen! Nein! Ich werde ihnen alles erzählen. Sie alle müssen es erfahren. Ich würde es niemals wagen, Herrin. Ich verspreche es. Ich würde alles für euch tun, Herrin. Ich sollte das wohl lieber den Wachen melden. Nun, wenn ihr mir nicht gäbe helft, es für uns doch nur einen Weg zurück in die Welt der Sterblichen. Dann gehe ich eben direkt zur Baroness. Unsere Familie noch immer natürlich dort. Wird sie. Was sagt ihr? Sie hat... Oh nein. Ich weigere mich, das zu glauben. Nein, nicht einmal sie würde. Das ist unmöglich. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herrin. Wie ungeschickt von mir. Nicht beschützen, Hexe! Kommt heraus und gesteht! Wir fürchten euch nicht länger! Die Hexe versteckt sich! Schlagt die Tür ein! Seid vorsichtig, Freunde! In ihrem Versteck ist die Baroness mächtig! Und das weiß sie! Dort drin sind wir in Gefahr! Und wen haben wir hier? Weitere Diener der Baroness? Oder noch mehr hilflose Seelen, die von ihr gequält wurden. Das wisst ihr nicht? Dann seid ihr hier eindeutig fremd. Ich bin Gerechtigkeit. Ich habe voller Zorn mit angesehen, welches Unrecht diesen armen Leuten widerfahren ist. Ich werde ihnen helfen. Wir lebten einst in der wirklichen Welt und die Baroness herrschte über uns. Sie hat unsere Kinder verschleppt und mit ihrem Blut dunkle, böse Magie gewirkt. Als wir schließlich ihr Anwesen niederbrannten, hat sie einen letzten Zauber gesprochen, der unsere Seelen hierher brachte. Wir sind seitdem hier gefangen und stehen noch immer unter ihrer Herrschaft. Wir müssen diesen Leuten helfen. Es muss schrecklich sein, in dieser grauen, leblosen Welt gefangen zu sein. Ich denke ja, dass die Baroness unsere beste Chance ist, hier wieder rauszukommen. Immerhin hält sie diese Leute ja auch hier gefangen. Sagt mir, Fremder, werdet ihr unsere gerechte Sache unterstützen? Die Baroness und ihre Diener sind mächtig, aber ihr scheint äußerst fähig zu sein. Eure Hilfe wäre uns willkommen. Aus der Welt der Sterblichen, so wie all diese Leute auch. Wir haben in einem Dorf in den Schwarzmarschen gelebt und die Baroness hat über uns geherrscht. Das ist so lange her, dass es uns fast wie ein Traum vorkommt. Wir haben uns schließlich gegen das Böse in ihr aufgelehnt und dafür hat sie uns dies hier angetan. Ich weiß nicht einmal, was aus unseren Familien geworden ist. Ist es schon so lange her? Wie viele Jahre sind wir hier schon gefangen? Habt Mut, gute Frau. Die Gerechtigkeit wird euch eure Rache und eure Freiheit bringen.
Werdet ihr uns helfen, Fremder? Wir werden eure Hilfe benötigen, um dieses Unrecht zu sühnen. Dann verfügen wir über die nötige Stärke, um die Baroness offen anzugreifen. Oh ja, ein offener Kampf. Das gefällt mir. Weniger Gerede, mehr Gemetzel. Sie haben doch gerade gesagt, dass sie eine böse und mächtige Hexe ist. Und die wollen wir wirklich verärgern? Wenn ich es mir recht überlege... In Ordnung, ihr habt mich überzeugt. Ich plane, das Tor zu stürmen. Seid ihr dazu bereit? Gute Leute, die Zeit ist gekommen, uns dieser Hexe im Kampf zu stellen. Ihre Verbrechen sind schon viel zu lange ungesühnt geblieben. Nun ist die Zeit gekommen, eure Freiheit wieder zu erlangen. Nach all diesem Geschrei dort draußen habt ihr euch also entschieden, hier einzudringen? Und das ohne Einladung? Verdorbene Zauberin! Lasst diese armen Leute frei und beugt euch der Gerechtigkeit! Gerechtigkeit? So nennt ihr das also? Und was ist mit ihnen, die mein Zuhause mit mir darin niedergebrannt haben? Ihr habt unsere Kinder geraubt! Mit ihrem Blut habt ihr eure Eitelkeit befriedigt! Genau wie es mein Recht war. Ihr habt auf meinem Land gelebt, auf dem Land eurer Herrscherin. Euer Blut war mein, ebenso wie es jetzt eure Leben sind. Was haben wir denn hier? Haben diese jämmerlichen Narren also noch mehr Unterstützung gefunden? Wir sind nicht mehr allein, Baroness. Nun endet eure Herrschaft. Rein zufällig bin auch ich nicht mehr allein. Der Sieg über euch und eure neuen Verbündeten ist mein Weg zurück. Dann wird die Mutter bezahlen für ihren Verrat. Wir müssen es beenden, sofort! Das graue Wächter ist gefährlicher, als ihr denkt! Ist das so? Wie ihr wünscht, Kreatur. Vernichtet sie und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr erbeten habt. Genug der Worte! Es ist Zeit für die Schlacht! Auf dunkle Brut! Ich will das nicht beenden! Ja! Ja! Wir müssen sie aufhalten! Nein, ihr Narr! Wieso habt ihr sie nicht vernichtet? Es sind zu viele. Es muss mich zurückschicken durch den Schleier. Sofort, bevor es zu spät ist. Oh, ich werde den Schleier öffnen. Ich schicke sie alle zurück. Ihr jedoch, euer Leben wird mir die Kraft dafür geben.
Nein! Nein! Wo bin ich? Was geschieht hier? Nein, das ist die Welt der Sterblichen. Hinter dem Schleier. Und dies ist ein sterblicher Körper. Ich bin darin gefangen. Oh. Die Hexe hat in ihrer Eile den Schleier durchtrennt und wir alle wurden hindurchgerissen. Sie ist ebenfalls in diese Welt gekommen. Könnt ihr sie denn nicht spüren? Die Baroness ist in der Nähe. Ihr verkennt die Situation. Die Baroness ist nicht sterblich, so wie ihr oder die Dorfbewohner, die sie gefangen hielt. Sie war einst eine Sterbliche. Doch nun ist sie ein Dämon des Hochmuts. Die Sterblichen, die sie gefangen hielt, dienten ihr als Nahrung. Doch hier, in eurer Welt, wird sie etwas vollkommen anderes sein. Ich weiß nicht, wie ich in diesen Körper gelangt bin. Aber es war nicht meine Entscheidung. Das versichere ich euch. Der Schleier wurde durchtrennt. Und die Risse müssen geschlossen werden, damit nicht noch mehr Dämonen in diese Welt eindringen. Ich kann eure Waffen vorübergehend so verändern, dass sie die Magie des Nichts zurückschlagen können. Aber wenn wir die Baroness besiegen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja. Was ist das für ein Klang? Welch wundervoller Gesang. Der Stein in diesem Ring. Besteht er aus Lyrium? Darf ich ihn behalten? Gehört er mir? Wenn die Sterblichen im Nichts von Lyrium träumen, ist es etwas anderes als dies hier. Das Lied macht mich traurig. Aber es ist auch atemberaubend schön. Ich werde ihn bei mir tragen, um mich immer daran zu erinnern, dass selbst im Unglück noch Gutes zu finden ist.
Fertig. Elende Tölpel! Kein Problem mehr. Zeig mir, was du hast! Natürlich. Deine Ordnung ist eine Schande!
Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon. Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüdend. Oh, tatsächlich. Nun, wir werden sehen, nicht wahr? Nun ist es vollbracht. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Mein Schwur ist erfüllt. Mögen die Opfer des Wahnsinns dieser Frau im Frieden ruhen, wo auch immer sie nun sind. Mir ist die Rückkehr ins Nichts verwehrt. Ich bin hier gefangen im Körper dieses grauen Wächters. Es gibt noch Erinnerungen dieses armen Mannes. Sie sind unklar, aber es war ein grauer Wächter. Die dunkle Brut hat ihn getötet. Jener, den man den Ersten nennt? Und das war auch euer Bestreben, als ihr ins Nichts gelockt wurdet. Ja, nun verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nichts über diese Welt, nichts, was über die spärlichen Erinnerungen dieses grauen Wächters hinausgeht. Ich habe nicht den Wunsch, zu sterben. Was soll ich tun, Sterblicher? Ihr scheint ein Wesen edler Gesinnung zu sein, und ihr stammt aus dieser Welt. Habt ihr einen Rat für mich? Ihr meint, ich soll die Mission dieses Sterblichen fortsetzen? Als grauer Wächter? Es war einer der dunklen Brut, der diesen Sterblichen so niederträchtig ermordet hat. Und die Verantwortlichen sind noch am Leben. Diesen Tod zu rächen, ja, das wäre ein Ziel. Nun gut, wenn ihr es gestattet, werde ich mich euch anschließen, grauer Wächter. Das ist nicht mein Name. Ich habe keinen Namen.
nur eine Tugend, nach der ich strebe. Und wenn ich einen Namen benötige, dann nennt mich bitte so. Ich bin Gerechtigkeit. Und fürs Erste bin ich froh, an eurer Seite zu reisen, grauer Wächter. Gut, fangen wir an. Schon erledigt. Wie ich sehe, begleitet euch euer Kater noch immer. Er scheint sich wohl zu fühlen. So ist es doch, oder, Sir Naseweiß? Es erscheint mir nicht gerecht, eine andere Kreatur zu versklaven. Er ist kein Sklave, sondern ein Freund. Und außerdem ist er ein Kater. Ein Kater, dem es an Freiheit mangelt. Ignoriere ihn einfach, Sir Naseweiß. Sie haben im Nichts offenbar keine Haustiere. Thank you.
Ein wirklich malerischer kleiner Ort, nicht wahr? Abgesehen davon, dass er verfallen und verflucht ist, natürlich. So schlimm war es gar nicht. Warum suchen sich Geister eigentlich immer Magier aus? Das frage ich mich schon lange. Ihr sprecht von Dämonen. Ich bin kein Dämon. Aber sind Dämonen denn nicht einfach nur Geister mit individuellen, schillernden Persönlichkeiten? Sie wurden von ihren Begierden verdorben. Aber was wollen sie denn nun von Magiern? Vermutlich wünschen sie sich das Gleiche wie ich. Stille. Vorwärts!
Der Sieg gehört mir. Oh ja, das wird ein Spaß. Ja! Ich kann mich am Leben ziehen. Was wir an? Wird erledigt. Yes.